So, direkt mal am Anfang. Es geht um den Saturnmond Titan. Der ist nämlich spektakulär, wie sich immer mehr herausstellt. Der Saturnmond ist in vielerlei Hinsicht der Erde sehr ähnlich und auch deswegen halten viele außerirdisches Leben dort für äußerst wahrscheinlich. Die NASA plant, bis zum Jahr 2025 eine Art Drohne, die Dragonfly, zum Titan zu starten, um nach möglichen Landeplätzen auf dem Saturnmond Ausschau zu halten. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine weitere faszinierende Erkenntnis über den Titan gewonnen. Wie die Chancen also für außerirdisches Leben auf dem Titan stehen. Ihr habt euch genau dieses Video in der WhatsApp-Community von Geeks und Science and Fiction gewünscht. Also, bitteschön, hier ist es. Herzlich willkommen. Ja, der Titan ist der größte der Saturnmonde und er gilt als der erdähnlichste Himmelskörper im Sonnensystem. Er besitzt eine Atmosphäre, einen warmen Kern, Seen, Regen und Wolken sowie Canyons. Seine Oberfläche ist so groß wie die Kontinente Afrika, Europa und Asien zusammen. Viele Infos zu Titan haben wir durch die ESA-Sonde Huygens bekommen, die von der Raumsonde Cassini dorthin gebracht wurde. Auf den Bildern waren unter anderem erdähnliche Berge aus Eis zu sehen. Schon länger ist also klar, dass die Oberfläche des Saturnmonds zu großen Teilen mit Flüssigkeit bedeckt ist. Wieder eine Ähnlichkeit zur Erde. Doch in den Gewässern des Titans ist kein Wasser zu finden, sondern kalte Kohlenwasserstoffe. Konkret handelt es sich um Eis, das aus gefrorenem Ethan und Methan besteht. Jetzt hat ein Team der amerikanischen Cornell University noch mehr erstaunliche Fakten zu Titan gewinnen können. Und zwar aufgrund der Auswertung der letzten Daten, die die mittlerweile verglühte Cassini-Raumsonde gesammelt hatte. Und das Ergebnis, das lässt wirklich aufhorchen. Die drei großen Meere, im Fachjargon Mare genannt, gleichen sich einander aus. Heißt also, sie haben einen gemeinsamen Meeresspiegel, vergleichbar mit den Ozeanen der Erde. Dazu einer der beteiligten Forscher, Alexander Hayes. Die Flüssigkeitspegel der drei polaren Mare unterscheiden sich nicht mehr als 8 Meter voneinander. Das spricht dafür, dass diese Seen miteinander verbunden sind. Auf unserer Erde sorgt ein kompliziertes System aus Flüssen dazu, dass der Meeresspiegel ausgeglichen ist. Wie dieser Ausgleich auf dem Titan geschieht, ist noch nicht geklärt. Unterirdische Verbindungen, also Schluchten oder Kanäle, könnten dafür verantwortlich sein. Eine Entdeckung des amerikanischen Forschungsteams spricht dafür, dass der Großteil der Titanflüssigkeit unterhalb seiner Oberfläche fließt. Nur diejenigen Vertiefungen, die oberhalb des Pegels der gefüllten Nachbarseen liegen, sind nicht mit Flüssigkeit gefüllt. Dazu Hayes: Lägen sie tiefer, würden auch sie sich füllen. Das spricht dafür, dass es unter der Oberfläche eine Verbindung gibt und dass in der Tiefe flüssige Kohlenwasserstoffe zirkulieren. Und auch die Seen des Titans bleiben weiter rätselhaft, denn sowohl die gefüllten als auch die trockenen Mulden weisen extrem steile Ufer auf. Teilweise ragen die Uferkanten bis zu 200 Meter in die Tiefe. Forschungsteams weltweit können sich zudem nicht erklären, warum die Seen von teilweise hunderte Meter hohen Wülsten umgeben sind. Wie lassen sich diese seltsamen Seenformen geologisch erklären? Eine Vermutung ist, dass bestimmte Einsturzphänomene diese Formationen produzierten. Auf der Erde wird das Karst genannt. Gemeint sind dabei Kalksteinformationen, bei denen Wasser Teile des Gesteins löst und so Höhlensysteme formt. Fest steht jedenfalls, nicht all diese neuen faszinierenden Erkenntnisse lassen sich mit gängigen geologischen Prozessen erklären. Doch je mehr wir über den Saturnmond erfahren, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir dort demnächst Leben finden können oder aber selbst umsiedeln können. Schon 2015 vermutete ein Forschungsteam, dass Mikroben auf dem Titan leben, die sich von dem Gas Acetylen ernähren und Methan ausscheiden. Und die NASA ist nicht allein bei ihrem Plan, den Titan in Zukunft auch für den Menschen bewohnbar zu machen. Die Wissenschaftlerin Amanda Hendricks aus Arizona hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, warum der Titan eine bessere Option für eine langfristige menschliche Siedlung ist als der Mars. Unter anderem konzentriert sie sich dabei auf die kosmische Strahlung, vor der der Titan durch seine dichte Atmosphäre einen natürlichen Schutz bietet. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken. Raumsonde Cassini schafft Durchflug zwischen Saturn und seinen Ringen. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.